So, ich hoffe jetzt mal, dass das diesmal alles gut funktioniert. Letztes Wochenende lief es ja nicht so gut. Hatte ich ein paar Probleme. Aber ich spiele jetzt wieder Elex. Ich freue mich tierisch drauf. Eine längere Aufnahmesession, weil mir gehen langsam die Folgen aus. Für YouTube. Und natürlich habe ich Lust, weiter diese Welt zu erkunden. Das steht natürlich außer Frage. Bis jetzt hatte ich sehr, 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 sehr viel Spaß, auch wenn die letzte Aufnahmesession ein wenig verbuggt war. Weil das, ja, ein wenig, es war ein bisschen kompliziert, aber Bugs gehören immer mal wieder dazu zu den Piranha-Ball-Spielen. Aber das sind bis jetzt tatsächlich die einzigen, die mir aufgefallen sind. Ich habe jetzt die ersten 20 Stunden hier drin verbracht und habe noch nicht mal Edan komplett angeschaut. Sind die böse, wenn ich das hier mitnehme? Genau, es ging um diese drei Typen, diese drei, ja, um Nesol und seinen beiden Freunden, die sich hier verkriechen. Die Dinger konnte ich auch mitnehmen. Objektsicht. Der Krieg muss endlich aufhören. Genau. Und ich war in der letzten Folge beeindruckt davon, wie viel in diesem Dschungel los ist. Also so geräuschtechnisch. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Während ich das Mikrofon mal ein bisschen nach oben stellen muss. War da nicht so. Jetzt. So. Jetzt muss ich die ganze Zeit meinen Kopf nach unten senken. Das ist ja langweilig und anstrengend. Und überhaupt, was soll das Ganze hier? Okay, wie steht's denn mit den Quests? Genau, wo war ich? Es ist viel los in dem Dschungel. Es ist arschgefährlich hier. Ah! So. Genau, ich hatte hier in der letzten Folge diese beiden, diese fünf Herrschaften der Dingswurms umgenietet. Und das war vielleicht ein Kraftakt. Warum will denn hier die. Der zuckt aber ganz schön rum hier. Ist ja mega anstrengend. Hier mit dem Joystick von den Markern wegzukommen, als hätten die einen Magneten. So, hier oben möchte ich hin. Auf der Brücke sind die Typen. Ach, meine Güte. Geschwächter Alp, die kommen da gerade über die Brücke. Ich soll die Herrschaften, die unter der Brücke leben, beschützen. Alter, seht ihr das auch? Das kann doch nicht sein. Das ist doch verbuggt, oder? Naja, okay. So, das heißt, auf. Ich glaube, ich habe ein Level abbekommen. Falsche Taste. Ich werde es nie lernen. Genau, wir haben ein Level ab. Das heißt, Intelligenz wird jetzt gelevelt. 7 Punkte in Intelligenz rein. Erstmal gucke ich vorher, was genau möchte ich denn machen? Energiezellen, Laserwaffen. Gegenstände erspüren. Macht ein bisschen Schaden, der macht Stoß und Drohnenkontrolle. Möchte den Setzerbogen gerne. Ja, den Jagdbogen gerne benutzen, dafür brauche ich aber Geschicklichkeit. Okay, das wäre schon mal eine Möglichkeit. Die Waffe, dafür brauchen wir auch Geschicklichkeit. Gaias Zorn habe ich gefunden, dafür brauche ich Konstitution. Macht mehr Schaden, Gaias Zorn. Und hat Sockel. Was ist so das Einzige? Dann, was möchte ich da mit den Talenten gerne haben? Da gab es auch ein paar Sachen, die ich gerne. Stärke, Geschicklichkeit. Genau, ich möchte gerne Alchemie lernen. Aber ich glaube, das geht nur hier, oder? Schlösser knacken. Da ist es. Intelligenz brauchen wir dafür, also wird Intelligenz gelevelt. Fehlen uns noch 5 Punkte. So, das heißt, ab zur Brücke. Jetzt geht's wieder nochmal. Manchmal
habe ich das Gefühl, als wäre da ein Magnet. Vielleicht hier wieder. Nee, jetzt geht's wieder. Sehr seltsam. Okay, dann müssen wir erstmal hier einen Marker setzen, damit wir da die Straße entlang gehen. Das ist, glaube ich, hier oben. Und ich freue mich mir jetzt tierisch, die Gegend zu erkunden. Das macht mir so viel Spaß in dem Spiel. Welt einfach zu entdecken. Ja, jeder Ecke lauert der Tod, aber... Und wie Wahnsinn diese Geräuschkulisse hier ist. Das ist der Hammer. Sollte ich mich mit einem Hornwurf anlegen? Ich könnte es mal versuchen. Inzwischen bin ich ja ein bisschen stärker. Wir können ihn ja erstmal mit dem Bogen anlocken. Glaub's ja nicht. Ich hab den Hornwurf besiegt. Okay, so schwer sind die jetzt nicht mehr. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe auch gar keinen Trank mehr, sehe ich gerade. Scheiße. Ja, ich lasse das mal, dann kann ich wenigstens die Heiltränke nicht ständig verballern für nichts. Boah, krass, wie wenig das regeneriert, das ist ja der Wahnsinn. Naja. Das heißt, ich werde auf jeden Fall versuchen, jetzt unterwegs so viele... Oh, fuck. Viele Pflanzen wie möglich mitzunehmen. Aber den Kerl will ich nicht schaffen. Aber ich laufe auch total falsch. In die Richtung. Ja, dann bin ich ja doch richtig. Nee. Da lang. Da stand übrigens ein Kerl. Und schon ist wieder der ganze Plan hinfällig, den ich mir gerade in den Kopf schon ausgedacht habe. Was ist denn das für ein Kerl? Wo geht's denn dahin? Zurück in die Siedlung. Ja, da war ich ja schon. Ja, die lassen wir jetzt mal Kerl sein. Da war ich ja schon und habe alles geplündert. Mich mit den Typen dort angelegt. War sehr, sehr anstrengend. Vor allem, weil da auch neue Monster waren, die... Vor denen ich erst einmal eine Menge Respekt habe. Ja, war schon richtig hier lang zu laufen. Tja, was hier alles in diesem Wald los ist. Ist der Hammer. Also nicht optisch, sondern eher so Sounddesign-mäßig. Was ist da denn da? Eine Höhle? Nein. Also aus. Ja,
Genau, wir haben ja Ruka gefunden. Sollten wir ja, das war unsere Strafe. Weil wir ja diese eine Prüfung nicht geschafft haben. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das? Oh mein Gott, das sind Pflanzen! Es sah hinten aus, als würde sich da irgendein Vieh aus dem Boden. Hm? Oh. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Ja, es ist ja gut. Oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Oh Mann, ey. Was kommt davon, wenn man diese scheiß Fokustaste. Ich habe wieder mal vergessen, wenn ich dass er nicht automatisch die Waffen zieht, sondern muss es selber machen. Na toll. Das heißt, ich bin im Endeffekt keinen Schritt weitergekommen. Ich glaube, ich habe jetzt auch inzwischen nicht die. Habe ich die Fähigkeiten gelernt? Ja, habe ich. Na gut, jetzt habe ich ja nicht viel verloren. Ich bin eigentlich am selben Punkt wie vorher. Jetzt kommt er. Alter, das ist so scheiße, dass der Fokus erst so schnell aktivierbar ist. Es lief deutlich besser. Ich glaube, ich muss mir doch wieder mal die Heiltränke reinschieben. Also diese Asselfleischteller ist jetzt nicht gerade der absolute Wahnsinn, muss ich zugeben. Was habe ich denn hier noch? Mächtiger Heiltrank, Energiespeicher. Ich habe halt gar nichts mehr eigentlich. Kleiner Heiltrank. Ich glaube, der muss erstmal reichen. Mist, da war ja das Gift, ne? Stimmt, da ist der andere Hornwurf. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz schnell speichern. Das war der, der mich gerade überrascht hat. Diesmal bin ich vorbereitet. Oh fuck, was ist denn das? Das sind ja überall so Ekelviecher. Gott. Autsch, 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 ich hab keine Energy mehr. Oh, wir haben ihn geschafft. Gott sei Dank. Ja, wenn der dich einmal in diesen Sun, diesen Dreierschlag hat, dann bist du echt am Arsch. Wow, beeindruckend.
Okay, fette, fiese Spinne. Und irgendein anderes Ekelvieh. Muss ich denn da lang? Nee, muss ich nicht. Ich könnte den Flusslauf weiter folgen. Ich will mal eine Tassenkombination. Hier über den Hügel rüber gehe.